Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Live. Heute geht's weiter. Ich bin eine Stunde früher als eigentlich geplant. Das liegt aber daran, dass ich nachher noch was vorhab. Deshalb habe ich gedacht, muss ich heute ein bisschen früher und dann komm. Ich hoffe, es ist nicht so allzu schlimm für euch und ihr liegt noch im Bett oder so und könnt hier ein bisschen nebenher zuschauen. Genau, also ich bin ein bisschen früher da. Ich mal im Weltall weiter. Und jetzt machen wir aber zuerst mal, wir hatten nämlich gestern diesen Mann hier gemalt, der hier ja auf Rollerskates durchs All, der will fahren, aber fährt irgendwie nicht so richtig. Und jetzt müssen wir dem aber mal ein bisschen noch eine Frisur malen. Okay, und Frisur habe ich überlegt, könnte ich ja mal was Neues machen, wie ich normalerweise mal, und die Haare einfach mal so machen. Jetzt sehen die hier hinten sehen ein bisschen doof aus. Eher so, radiere ich ein bisschen weg. Genau, also herzlich willkommen für alle, die gerade eben dabei sind. Ich mal am Wimmelbild weiter. Übrigens, schönen zweiten Weihnachtsfeiertag natürlich. Ich hoffe, ihr habt alle eure Traumgeschenke bekommen. So, radieren wir hier den Kopf weg. Und dann haben wir doch den richtig cool hier. Aber die Haare mache ich trotzdem noch mal ein bisschen anders. So ganz gefallen die mir nur nicht. Die machen wir jetzt ein bisschen eher so. Ja, so perfekt, oder? Hi, hat es gestern nicht mehr geschafft, sagt die Wiebke. Hallihallo, kein Problem. Die genervt ist auch schon am Start. Hallihallo, aber heute bin ich da. Cool, cool, Wiebke. Hey, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ihr. M sagt, ich liebe deine Lives. Danke. Huhu, oh mein Gott. M, hey, hallihallo. Ich weiß nicht, für all die es noch nicht mitbekommen haben, das Weihnachtsbild gibt es als Gratis-Download im Link, in meinem Profil-Link. Könnt ihr draufklicken und einfach runterladen. Oder man bekommt es irgendwie per E-Mail geschickt. Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Auf jeden Fall könnt ihr das runterladen und ausdrucken und ausmalen. Manche Leute haben es auch auf Procreate für digital. Aber man kann es auch, also ich habe es so gemacht, dass man es einfach ausdrucken kann und anmalen. Ihr müsst einfach groß drucken. So. Jetzt müssen wir dem sein Auge irgendwie ein bisschen reparieren. Das ist irgendwie doch noch nicht so cool. Und vielleicht ein bisschen größer machen, weil er hat ja Angst. Jetzt machen wir dem auch noch Zähne, oder? Das sieht ja furchtbar aus. Der kriegt keine Zähne. Der kriegt vielleicht eine Zunge. Oh, habe ich noch nie gemalt, aber kann ich ja mal versuchen. Das sieht furchtbar aus und wir lassen es lieber mal weg. Wir lassen den Mund einfach so, wie er ist. Ich bin immer in deinen Lives. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an M. Eigentlich an ganz viele, aber manchmal ändern die Leute ihren Namen, dann weiß ich nicht mehr, wer ist. Okay, also herzlich willkommen in meinen Lives. So, kleine Übersicht vom Weltraum. Ich habe ja schon Outlines gemalt jetzt. Ich glaube, es ist erst das dritte Live zu diesem Bild. Das heißt, wir sind noch nicht so super mega weit. Und irgendwie habe ich hier ein bisschen... Hänge ich hier in der Ecke? Moment, ich muss mal kurz für die Skizze was machen, weil sonst habe ich danach auch voll das Nervige. So irgendwie. Okay, also wir hatten richtig viele coole Ideen. Weltraum, ja genau, die genervte Thema ist jetzt Weltraum. Hat sich letztes Mal jemand gewünscht, deswegen habe ich es mal angefangen. Und jetzt sind wir halt, also ich kann euch ja mal kurz hier durchführen. Wir haben hier so ein Spaceship. Und ich habe mir überlegt, ich mache so Fenster rein, die hier, und da kann man dann reingucken. Da müssen wir noch überlegen, was wir da reinmalen. Hier hängen so Männer, die Scheiben putzen. Hier ist der Fahrer. Hier unten ist schon ein Fitnessstudio. Hier fliegen so einzelne kleine Tiere und Sachen rum. Das hier ist der Weihnachtsmann auf einer Rakete, der von der Erde kommt. Das soll die Erde sein. Hier ist ein Hund im Dingens. Ein Astronaut mit Klopapier an der Hose. Ein anderer Astronaut, ein kleiner süßer Hamster. Hier ist so ein Pflanzen-Dschungel-Planet. Und hier haben wir Leute, die fahren auf so ein Bananenboot, aber statt halt im Boot im Weltall. Genau, und hier ist ein anderes Weltmutterschiff, wo wir reingucken können. Und da ist so ein Essen und so, aber so ganz ideal ist noch nicht, weil ich habe auch noch nicht genug alienmäßige Männchen irgendwie erfunden. Ich muss mal kurz auf Kaninchen füttern, komm nachher nochmal. Okay, viel Spaß. Ist das ein Spiegelei? Ja, das hat sich jemand gewünscht. Letztes Mal und es rutscht, und das Spiegelei... Das saust hier vom Fenster. Und bevor ich jetzt lang weiter erzähle, mache ich mal hier diese coole Kapsel. Oh, meine Katze kratzt an der Tür. Jetzt muss ich gleich die Tür aufmachen. Die muss jetzt natürlich hier ins Wohnzimmer. Jetzt schreit sie auch noch. Okay, Moment. Ich muss gleich off. Okay, kein Problem, kein Problem. Okay, Katze ist im Raum. Bonbons. Die muss jetzt hier... Komm, setz dich hin.
Die muss jetzt hier natürlich mitmachen beim Live, ist ja ganz klar. So, also, jetzt machen wir hier mal die Kabine weiter und du, Bonbons, rennst ja nicht durchs Bild, bitte. Okay, interessiert sie nicht. Genau, also hier haben wir die Fensterputzkabine. Oder warte, ich mache zuerst mal schnell die Outline von diesem Spaceship, damit wir die auch die Sachen da richtig dranhängen können. Also das hier ist ja die Kabine vom Fahrer sozusagen. Wenn wir nämlich die großen Outline haben, wird das Rest vom Bild einfacher. Der Rest vom Bild meine ich natürlich. So. Bonbons, was gibt's jetzt? Dann mache ich mal die. Die würde man ja hier durchsehen. Die mache ich so ein bisschen dünner. Bis hierher. So, also jetzt haben wir zumindest schon mal das. Und jetzt können wir auch den, wie heißt die Katze? Die Katze heißt Bonbons. Wie ein Bonbon. Hi, sagt Leni. Hallihallo. Katze, so, ich bin wichtig, ich möchte Aufmerksamkeit. Ja, die ist immer, ich sag euch, es gibt so ein Talent, da kommt die, den ganzen Morgen interessiert die sich nicht für mich. Aber sobald ich hier hock und ein Live mache, kommt die angesaust. Jetzt müssen wir hier mal so eine Stange dran, habe ich gerade überlegt. Jetzt Achtung, gleich trinkt sie noch aus meinem Wasserglas. Ich habe mir extra ein Wasserglas gemacht und diese Katze, die trinkt einfach nicht von ihrem. Ich habe zwei Brunnen, stell ihr überall Wasserbehälter hin. Also so viel Wasser hat gar keine Katze in einer Wohnung wie die. Glaubt ihr, davon trinkt sie? Davon trinkt sie natürlich nicht. Sie sitzt natürlich wie jede anständige Katze, entweder unter die Badewanne, also unter den Hahn von der Badewanne und wartet, da sitzt sie dann, wartet, bis ich den aufmache. Dann trinkt sie da draus. Oder ganz beliebt ist, aus den Gläsern trinken, ich stelle ihr auch Gläser hin, aber aus den Gläsern will sie nicht trinken. Sie will nur aus dem Glas trinken, wo ich gerade draus trinke. Und deswegen darf man bei uns zu Hause nie ein Glas Wasser trinken, das schon rumsteht, weil es sehr wahrscheinlich, dass die Katze vorher schon draus getrunken hat. So, sieht voll cool aus. Dankeschön, Bonbon. Ja, genau. Also, die heißt eigentlich, die Geschichte von der Katze ist so. Ich habe sie von jemandem gekauft, der die halt nicht mehr wollte. Oder der die halt keine Zeit mehr hatte, wie auch immer. Und dann, die ist halt Bonnie. Aber der Mann, der die damals verkauft hat, der war halt taubstumm. Und deswegen hat die Katze auf gar nichts gehört, auf keinen Namen, auf überhaupt nichts, weil natürlich nie jemand mit der geredet hat, oder? Und als wir die am Anfang hatten, hat die auch nie miaut, weil ich glaube, die hat einfach gedacht, warum muss sie denn miauen, hört sie ja eh keiner. Und wirklich die ersten paar Monate hat die einfach nie miaut, nix. Da habe ich immer gedacht, gut, das liegt vielleicht an der Rasse, keine Ahnung. Und plötzlich hat die das gecheckt, dass wenn die ein Geräusch macht, dass wir die hören können. Und dass wir mit der reden sozusagen. Und dann, genau, und so war das, also die hat das halt nicht gecheckt, auf einmal hat die angefangen zu miauen. Und dann haben wir sie halt, weil sie halt nie auf ihren Namen gehört hat, haben wir halt gerufen, Bonnie, Bonnie Bonbons. Naja, und dann musste ich halt lachen, weil mein Freund hat das gerufen, dann musste ich lachen, habe ich gemeint, komm, wir nennen sie Bonbons. Und seitdem heißt sie halt, seitdem heißt sie halt Bonbons. So, das ist die Geschichte von meiner Katze. Jetzt miaut sie dafür ob 10-mal so viel, weil sie ja verstanden hat, dass es funktioniert und dass die Menschen das hören können. So, also, jetzt freut sie sich, die war nämlich eine Drinnenkatze, aber ich finde es überhaupt nicht nett, wenn man Katzen drinnen einsperrt. Und jetzt darf sie raus und das findet sie richtig cool. Da habe ich sie rausgelassen und in den ersten 2 Wochen hat sie gleich 3 Mäuse heimgebracht. Dann habe ich gedacht, gut, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, weil das End vom Lied war dann, dass ich in der Wohnung rumgerannt bin und versucht habe, die Mäuse wieder einzufangen, damit ich sie rauslassen kann. Mittlerweile bin ich echt talentiert da drin. Mäuse zu fangen, dann fange ich die und sperre die wieder raus. So, mal schauen, was gibt es hier noch für Nachrichten? Glas mit Katze teilen ist doch kein Problem. Ja, ich bin echt sehr, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde aber jetzt, sie muss nicht unbedingt aus meinem Glas trinken. Also, ich meine, ich habe ja einen Geschirrspüler, dann nehme ich mal lieber ein neues Glas. Ich weiß nicht, die ist auch alles von meinem Teller. Da habe ich was angefangen. Eigentlich hat sie Menschenessen nie interessiert, bis ich halt neulich mal Fisch und Chips bestellt habe. Und auf einmal hat sie diesen Fisch gerochen und hing mir auf dem Teller. Da habe ich ihr halt ein Stück, habe ich den halt aus der Panade geholt und ihr so ein kleines Ministück gegeben. Ja, das war eine ganz schlechte Idee, weil seitdem geht sie nicht mehr weg, sobald ich irgendeinen Teller raushole. Auch wenn da Sachen drauf sind, die sie überhaupt nicht will. Aber sie muss dann immer gucken und denkt, das wäre was für sie.
So, ich habe eine Idee. Und zwar machen wir hier so kleine Dinger dran, Schrauben, damit man da noch ein bisschen was zum Anmalen hat. So. So. Bei mir ist kein Joghurtbecher sicher. Oh, Joghurt mag sie auch. Joghurt und ganz schlimm ist Hühnchen. So, das ist jetzt das ganze Bild mit Skizze und Outline. Ich mache mal die Skizze weg, dann könnt ihr so zugucken. Das sind jetzt die Outlines, die wir haben sozusagen. Also gar nicht schlecht, oder? Genau, Joghurt mag sie. Hühnchen ist ganz schlimm. Hühnchen, da flippt sie voll aus. Was mag sie noch? Ja, ich habe ihr so Treats gekauft, so Käsedinger. So Käsesnacks. Oh, die, ey. Die Käsesnacks sind auch der Killer. Ich habe einen Adventskalender gekauft und ich weiß nicht, was da drin war. Ich habe diese Marke noch nie gekauft an so. Das war halt wie so getrocknetes Hühnchen und getrocknetes Rind und so. Boah, da ist sie mir fast, hat sie mir fast die Hand abgefressen. Die kam auch gut an, aber ich weiß nicht, ob ich die nochmal kaufe. So, jetzt machen wir hier einen Geldbeutel hin. Das hat sich nämlich jemand gewünscht. Und weil man den hier nicht so gut erkannt hat, als ich den zum ersten Mal gemalt habe, habe ich überlegt, wir machen so einen Geldbeutel mit so einer Kette dran, wo der Schlüssel dran hängt. So. Und dann können wir mal unsere zwei Figürchen da noch reinsetzen. Bei mir ist kein. Also ich zeig mal das ganze Bild, genau. Oder Butter, das leckt sie auch gerne. Holla, sagt Spritzgebäck. Hallihallo. Draco ist wieder da. Hallihallo. Hey, wisst ihr, was ich heute Morgen gemacht habe? Apropos Katzen. Kennt ihr auf YouTube? Da ist so ein Typ, der heißt Edward Katzenrettung. Und der rettet, der macht immer so Meals on Reels für Katzen. Also der macht, der hat so ein kleines Elektroauto, wo Kinder zum Spielen haben. Und das hat ein bisschen umfunktioniert. Und obendrauf setzt er dann immer Katzenfutter auf so einem kleinen Teller. Und dann fährt er das damit, ich weiß nicht, wo der wohnt, irgendwo, wo es halt ganz viele Straßenkatzen gibt. Und dann fährt er damit so durch die Gegend und füttert die Katzen. Und da ist halt eine Kamera drauf. Und das ist voll süß. Dann kommen die und fressen das. Und manchmal bringt er auch Katzen ins Krankenhaus, wenn die irgendwas Schlimmes haben oder wenn die irgendwie angebissen worden sind von einem Hund oder so. Da habe ich ihm heute Morgen Geld geschickt über Buy Me a Coffee. Man kann über Buy Me a Coffee Leute sozusagen Kaffee kaufen, spendieren. Da habe ich ihm einen Kaffee spendiert. Habe ich gedacht, das finde ich cool. Dann kann er noch mehr Katzenfutter kaufen und Katzen retten. Außerdem gucke ich mir das immer voll gern an. Wie dann die Katzen, das ist voll witzig, wie das Auto da losfährt und dann die Katzen kommen und die haben halt natürlich am Anfang Angst, weil die nicht wissen, was es ist. Und dann kommen die und fressen dann das Futter. So, Edward Katzenrettung heißt es auf Deutsch. Das heißt, glaube ich, irgendwie anders auf. Also ich glaube, sein Kanal ist in echt nicht auf Deutsch, sondern das wird nur irgendwie von YouTube so übersetzt. So, jetzt haben wir ein Fenster. Was habe ich da? Ja, das passt. Oh nein, ich habe meine Linie gelöscht. Das ist alles ein bisschen nervig bei Procreate. Und jetzt müssen wir das nächste Fenster fürs Fitnessstudio hinmachen. Das machen wir hier unten hin. Da hat sich ja jemand ein Fitnessstudio gewünscht. So, das Fitnessstudio kommt dann hier hin. So, wunderbar. Also, das hätten wir schon mal. Geldbeutel noch Outlines vom Korb wegmachen. Oh, stimmt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Habe ich vergessen? Ich habe doch vorhin noch gedacht, da ist was. Habe ich natürlich schön auf eine andere Ebene gemacht. Das soll so eine Kreditkarte sein, die da drin steckt. Wir könnten auch noch Sticker oder so. Die müssen irgendwie noch einen Eimer, müssen die noch da dran gehängt haben. Okay, aber nachher muss ich mal die Figuren richtig malen. Jetzt machen wir erst so, das hätten wir jetzt. Jetzt radiere ich aber hier noch ein bisschen, weil es ist voll durcheinander hier. Warum ist das so klein? So, weil das hier ist so, das ist die Turbine. Den Typ haben wir ja jetzt, das haben wir auch. Können wir auch mal wegmachen. So. Ich glaube, so sieht es doch jetzt gar nicht schlecht aus. Hier ist der Mann in der Badewanne. Und da müssen wir auch noch richtig viel Zeugs und lustige Sachen überlegen, was wir da hinhängen und hinmachen können. Procreate. Ja, genau, die App heißt Procreate. Ein Hotdog.
Soll der Hotdog so planlos durch die Gegend fliegen oder der könnte auch jemand halten? Wir machen mal, dass der hier einfach so durch die Gegend fliegt. Oder könnte ja auch an der Scheibe irgendwie runterrutschen oder so. Der kann eigentlich statt gegen eine Fliege ist er gegen den Hotdog geflogen. Oh. Ich glaube, ich habe schon eine Essensebene. Nee, habe ich nicht. Dann mache ich das einfach auf die Tierebene. Das passt schon. Das Problem bei so riesen Leinwänden ist, dass man dass man nicht so viele Ebenen hat. So, das ist Hotdog-Brötchen. Ich hasse Brötchen zum Hotdog. Auch wenn ich eine Bratwurst bestelle, ich esse nie das Brot. Wer will das Brot? Das Brot ist total langweilig. Ich esse immer nur die Wurst. Und dann sagen die immer so, ja, aber das Brot ist doch umsonst. Sag ich, ja, aber das schmeckt dir überhaupt nicht gut. So, hier ist der Hotdog, der durch die Gegend saust. Im Weltall, da schwebt ja alles rum. Und jetzt versuche ich mal, die Männchen hier zu machen. Okay, let's go. Nee, ich mache erst eine gescheite Skizze. Ich will, dass die hier so... Der muss sich ja ein bisschen so rauslehnen, als ob der auch gleich rausfällt. Das wäre auch nicht schlecht. Hier hält er sich fest, oder? Und hier ein Arm. Und hier stand das Wischding da. Mit dem guten Kercher. Wischt er. So, da hätten wir eine Person. Und dann die zweite Person. Da müssen wir uns überlegen, ob die irgendwas Cooles machen soll. Wieso ist eigentlich die... Ah, meine tolle Skizze habe ich auf die falsche Ebene gemalt. Mann, warum passiert mir immer sowas? Back to square one. Ich habe noch gedacht, oh, schön. Schön dunkel. So. Und jetzt machen wir hier seinen Kopf. Jetzt sah das gerade cool. Das war gerade cool mit der Figur. Das hat alles richtig gut gepasst. Jetzt sieht es nicht mehr so cool aus. Aber egal, ich male jetzt trotzdem unseren Typ da oben drüber. So, bist du morgen auch wieder live, Draco? Morgen nicht, weil morgen muss ich zur Arbeit. Aber Donnerstag, Freitag habe ich frei. Da bin ich auch live. Ich zoome mal ein bisschen rein, damit ihr besser sehen könnt. Da bin ich wieder live. Und dann Samstag, Sonntag. Wo kann man dieses Zeichentablett kaufen? Das ist einfach ein Apple... Apple-Dings. Apple... iPad, meine ich. Ein Apple-iPad ist das. Gesundheit. Meine Katze hat genießt. Ein Apple iPad. So, und jetzt? Genau, morgen muss ich einen Tag arbeiten, was ein bisschen doof ist. Deswegen kann ich nicht live sein. Aber dann ist ja Donnerstag, Freitag. Da wäre ich live. Am Donnerstag habe ich einen wichtigen Call mit jemand. Deswegen weiß ich nicht genau, wann ich da live bin. Der ist am Morgen um 10, glaub. Und das ist ein wichtiges Gespräch, weil... ich da mit jemandem mal verhandeln muss, ob und wie ich in Buchhandlungen komme mit meinen Büchern. Also ich bin schon in Buchhandlung, aber egal, also es ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall ändert sich das alles, weil, vielleicht habt ihr ja nicht mitbekommen, ich habe ja wirklich überlegt, wie ich da wohl so meinen eigenen Verlag gründen könnte. Das wäre cool, das wäre der super Ultra-Killer, wenn ich einen eigenen Verlag... Aber ich will halt jetzt nicht unbedingt sofort eine Firma gründen, sondern es reicht ja, wenn ich meinen Verlag in meine Bücher meinen Verlagsnamen schreiben kann und dann... die alle so veröffentlichen kann, dass man die in der Buchhandlung kaufen kann. Und da muss ich mit jemandem sprechen. Am Donnerstag mache ich das. Und das wäre ultra cool. Deswegen weiß ich nicht, wann ich am Donnerstag online sein werde. Ich habe auf jeden Fall immer vor, wenn ich frei habe, will ich eigentlich immer Lives machen. So, also jetzt haben wir hier schon mal dein Wisch-Dingens da. Welches iPad ist das? Das ist ein iPad. Um wie viel Uhr gehst du live? Freue mich auf Donnerstag, sagt der Leo. Dankeschön. Donnerstag, also um 10 habe ich das Gespräch. Das heißt, ich werde vielleicht um 10 Uhr England-Zeit habe ich das Gespräch. Also heißt, um 11 Uhr Deutschland-Zeit habe ich das Gespräch. Das bedeutet, ich könnte so von 9 bis 10 werde es. Von 9 Uhr bis 10 Uhr. England-Zeit. Moment, das bedeutet für euch von 10 bis 11. So, jetzt habe ich es. Von 10 bis 11. Dem Mann macht man ein bisschen so einen eckigen Kopf. Von 10 bis 11 bin ich Donnerstag live und dann Freitag, eigentlich Freitag auch die gleiche Zeit, das passt eigentlich, ich bin eigentlich immer um die Zeit auch 10 bis 11 und dann haben wir Samstag, Sonntag, da ist ja eh immer 10 bis 11. So,
Jetzt müssen wir da aber was wegmachen. Das stimmt so noch nicht bei unserem Männchen. Und es wäre ultra cool, wenn ich dann irgendwie die Möglichkeit hätte, wirklich all meine Bücher, ist ein bisschen blöd, weil ich muss immer so eine ISBN kaufen, das kostet mich einen Haufen Geld. Aber dafür komme ich halt in Buchhandlungen. Und dann, falls ihr jemanden von Thalia kennt oder so, legt mal ein gutes Wort ein. Falls irgendjemandem sein Onkel da der Einkäufer ist, dann sagt ihr mal, hey, da gibt's doch einen auf YouTube. Nee, also das ist mein Plan für 2024. Ich würde so gern das machen, das wäre... Oh. Meine Bücher da überall verkaufen und noch mehr Bücher machen. Das wäre voll cool. Und auch diese Wimmelbilder, ich finde, die machen voll Spaß. Ich muss da irgendwie so ein Sammelpaket draus machen, was weiß ich. Ich weiß noch nicht so genau. Macht das jetzt Sinn mit der Schnur? Schon irgendwie. Okay, und jetzt braucht er aber noch ein bisschen Zeug. Ich mache es mal schnell auf eine andere Ebene, damit ich da radieren kann. Weil die haben ja immer so Gürtel an mit so Sachen drin. Ich sehe diese hier häufig, weil in London gibt es die überall, diese Fensterheinis. Weil die nämlich hier viele Hochhäuser haben. Und dann bewundere ich die immer und denke mir, ey, die Leute, die müssen ja nicht nur Fenster putzen, die müssen auch da dranhängen. Und nicht immer sitzen die in der Kabine, sondern manchmal hängen die auch einfach nur am Seil. Was ich schon ein bisschen krass finde, vor allen Dingen auch bei Wind und Wetter. Hängen die da trotzdem dran und putzen fröhlichs Fenster. Extreme Cleaner heißt es vielleicht der Job. Okay. So, jetzt habe ich mir noch einen Lappen hingehängt. Das ist wunderbar. Was hier noch? Schade, am Donnerstag um 9 Uhr Deutschlandzeit im Flugzeug. Wohin geht's denn? Ich bin ein Mädchen, heiße eigentlich Leonie. Oh nein, Leo. Leonie meine ich natürlich. Ich dachte, du bist der Leo. Aber in dem Fall natürlich die, kein Problem. Ich heiße eigentlich Anna, aber ja, das Problem ist, ich sehe halt immer nur eure Namen so. Welche Generation iPad? Shelly, guten Morgen, guten Morgen. Generation iPad, muss ich kurz nachgucken, Moment. Ist aber halt voll alt. Oh. Wo sehe ich das? Ich bin Apple. Wo ist Einstellung? Abbrechen. Allgemein. iPad-Gerät. Ah, Info, oder? iPad 5. iPad Pro dritte Generation. 12,9 Zoll. Das ist mein iPad. So, guten Morgen, Shelly. Guten Morgen. N ist beigetreten. Hallihallo, hallihallo. Ich mal gerade hier unseren Mann, der das Fenster putzt. Der braucht jetzt aber, finde ich, noch einen coolen Hut. Oh, ich muss echt ein paar Sachen malen lernen, damit ich so ein paar coolere Sachen malen kann. Wie zum Beispiel dem eine coole Mütze aufsetzen. Oh. Das soll so eine Cappy sein. Aber halt irgendwie so eine spezielle Cappy, keine normale. Das sieht aber auch aus, als ob er irgendwie eine Kochmütze umgestaltet hätte. Okay, lass das mal so malen. Dann mache ich dem seinen Kopf hier weg. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann müssen wir nur noch ein bisschen die Wasserflecken wegmachen vom Fenster. Und die waren... So. Und jetzt können wir dem guten Mann mal die Skizze wegradieren, damit wir sehen, was wir hier haben. Und vor allen Dingen auch, wie viel Platz wir haben. Weil ich glaube, wir haben richtig viel Platz. Weil der hat nur ganz wenig Platz gebraucht. Oh, cool, schaut mal, wie cool der aussieht. Okay, hier haben wir den guten Mann, der hier die Fenster putzt. Ich glaube, der braucht noch mehr Zeug so an der Hose. Also erstmal braucht er hier noch einen echten Hosenbund. Weil zum Schluss soll es ja wimmelig sein zum Ausmalen. Und dann, dafür muss es viele Wimmelsachen geben. Dann machen wir hier die Hose hin. Eine gute Levis Jeans oder Levi's oder wie auch immer der Verein heißt. Das weiß, glaube ich, einfach niemand. Und dann eigentlich könnte er auch eine Latzhose anhaben. Oder zumindest mal Hosenträger, oder? Irgendwie ist komisch, der ist ja auch im Weltall, aber der hat trotzdem keinen Helm auf. Ja, der braucht halt keinen Helm. So, und dann haben wir hier Ohren. Und dann kriegt der einfach solche Haare. Übrigens hat mir gestern jemand ein Foto geschickt, also eine Story auf Instagram, die ich voll cool fand.
vom Weihnachtswimmelbild, wie das jemand auf Procreate ausmalt, das hat mich richtig gefreut, das fand ich so cool. Weil ich dachte, wie geil ist das? Ich male ein Bild und jemand lädt sich das ernst echt runter und malt es dann aus. Das ist voll cool. So, jetzt. Ich freue mich schon. Bis jetzt habe ich noch kein echtes Wimmelbild verkauft als Papier, aber ich freue mich schon richtig, wenn es jemand bestellt. So, guck mal, hier hat er richtig coole Haare. Man könnte vielleicht auch die Nase so ein bisschen sehen. Yes, perfekt, oder? Sind die Haare irgendwie zu lang? Ich glaube, bis so weit runter hat man ja keine Haare, oder? Wir machen hier ein paar Haare weg. So, eher so lasse ich es mal. Okay, was passiert hier? Die App heißt Procreate, ja genau. So, was, welche App benutzt du? Eis essen ist die schlimmste Idee, die man bei Halsschmerzen haben kann. Ja, da habe ich auch eine witzige Geschichte übrigens. Danke an all die mir gerade helfen. Ich habe irgendwie verpasst, was hier passiert. Aber ich hatte mal, ich fände Eis auf dem Fenster witzig. Das ist eine coole Idee, das male ich ihm hier hin. Ich hatte mal Halsschmerzen. Und ich war halt irgendwie krank, keine Ahnung, erkältet. Dann bin ich von der Arbeit heimgekommen und ich hatte voll Bock auf so Obst und sowas Gesundes. Also habe ich mir so einen riesen Obstsalat gemacht, der eigentlich zu 90% aus Zitrusfrüchten bestanden hat. Mit Grapefruit und Orangen und Mandarinen und keine Ahnung was. Dann habe ich das gegessen und am nächsten Tag gehe ich halt zum Arzt, weil dann war ich doch ziemlich krank und auch mein Obstsalat hat nicht mehr geholfen. Und sie dann so, die Ärztin dann, ja, Sie können alles essen. Versuchen Sie einfach keine Sachen zu essen mit Zitrusfrüchten oder Säure, die Ihre Halsdings da reizen. Ich dachte, okay, gut, ich habe erst mal gestern 5 Kilo Orangen gefuttert. So, hier haben wir das Eis an der Scheibe. Das sieht cool aus. Und wir brauchen natürlich noch eine Fliege. Keine Sorge, keine echten Fliegen sind zu Schaden gekommen, aber wir müssen die natürlich hier machen. Bitte buchstabiere, wie die App heißt. Scroll mal einfach im Chat oben, da ist es drauf. Wie lange bist du noch live? Ein Ei haben wir schon. Muss die Mandeln raus operieren. Oh nein, das ist aber uncool. Ein Ei haben wir schon hier, ein Spiegelei, aber wir können. Ich weiß halt nicht, wo noch ein Ei hinpassen würde. Wir lassen mal das bei einem Spiegelei und ich überlege mir, ob mir später was einfällt. Okay, hier haben wir jetzt noch Platz in der Kabine. Also der Mann putzt und hier haben wir noch Platz. Jetzt einfach die Frage, was sollen wir da hin machen? Jemand, der eine coole Idee hat, wir können einen Mensch hinmachen, wir können eigentlich alles Mögliche dahin machen, was halt irgendwie Platz hat. Weil ein zweiter Fensterputzer ist irgendwie langweilig. Deswegen wäre cool, falls jemand eine lustige Idee hat. Ich hänge mal hier noch einen Eimer hin mit Putzwasser. Das haben die nämlich. So. Ein Roboter, eine Katze, eine Trompete, ein Hund, der springt, eine Trompete, ein Hund. Also einen Hund können wir easy hinmalen, weil einen Hund können wir so machen, dass er hier einfach über die Ecke guckt, glaube ich zumindest. Warte, ich muss erst eine Skizze machen, dass das schön aussieht. Dann machen wir den Hund irgendwie so. Okay, jetzt Achtung, ich habe, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, die Leute, die meinen Chat kennen, die wissen, dass ich nicht so der Champion bin im Hundezeichnen. Aber ich versuche mal, hier einen Pudel hinzumalen. Ein Pudel, der aussieht wie ein Schaf. Ich will die immer malen, weil die so schön aussehen. Jetzt gucken wir, wie der aussieht. Wie ein Schaf sieht er aus. Aber der lacht. Und der kriegt eine Schleife im Haar, dass man auch wirklich checkt, dass es ein teurer Pudelhund ist und kein Schaf. Okay, ich finde, die Skizze passt gut. So, oder? Das ist doch wunderschön. Und er lacht. Und hier hat er seine süßen Äugchen. Hallo. Wow, wow. So. Und hier noch ein bisschen Haarfrisur. Und dann radieren wir die Dingens weg. Dann hätten wir schon mal den Hund. Und jetzt haben wir noch mehr Platz. Wir haben noch Platz, Leute. Was kann hier noch rein gepinselt werden? Ich mache mal auf die Skizzenebene und lese, was hier noch Cooles ist. Kostet die App Geld? Ja, die kostet einmalig 15 Euro. Hey, aber halt, Moment. Hey, aber wie kommst du immer auf die Idee zum Zeichnen? Ich habe nie eine Idee. Ich weiß auch nicht, ich habe eigentlich gar nicht so viele Ideen, aber alle schlagen so coole Sachen vor. So, der Draco / Anna wünscht sich eine Katze und Schausteller wünscht sich auch eine Katze. Eine crazy Zuckerstange, wo ein Tier drauf sitzt, Katze. Könntest beim Pudel noch die Rute zeichnen? Oh Gott, also vielleicht so? Wie sieht der Schwanz von einem Pudel aus? Ich erinnere mich. Oder nee, die sind so rund, gell?
Und dann haben die einfach lustige Haare. Okay, also, wenn ich sage, oh Gott, liegt es daran, dass ich keine Ahnung habe, wie man es zeichnet. Und wer schon länger in meinem Kanal ist, der weiß, dass ich eigentlich von gar nichts eine Ahnung habe, wie man es zeichnet. Aber ich male es trotzdem. Es hält mich natürlich nicht davon ab. Und jetzt kam mehrmals eine Katze. Und ich finde, eine Katze, die setzt man gar nicht hier rein, sondern die müssen wir irgendwie hier so... Ich will, dass die so hier hochklettert. Weil Katzen müssen ja nicht zwingend rumliegen, sondern die können ja hier... Irgendwie kann die sich ja hier hochkrallen, oder? Und dann können wir immer noch den Schmetterling hier hinmalen. Die Idee, die mit dem Schmetterling kam und die krallt, da haben wir ja nicht richtig viel Zeugs. So, also machen wir schnell eine... Ja, und all die Ideen, die habe ich eigentlich euch zu verdanken, weil ihr habt eigentlich die coolsten Ideen. Mittlerweile, am Anfang habe ich immer noch das Thema vom Buch erfunden, vom Bild erfunden. Aber dann bin ich dazu übergegangen, habe gedacht, das wäre viel lustiger, wenn ich euch frage. Und dann kamen von euch einfach immer super coole Ideen und... So kommt es, dass ich heute eigentlich einfach nur noch eure Ideen mal. Aber das macht Spaß und das ist cool. Und ihr habt auch so geile Ideen. Manchmal kommen richtig lustige, absurde Sachen. So, jetzt haben wir die Katze. Und die jagt hier dem Schmetterling. Das macht meine Katze auch. Dann tut mir immer, da hoffe ich immer, dass sie den Schmetterling nicht fängt. So, und jetzt machen wir die Katze so. Cool, oder? Die gefällt mir voll gut. So, Katze haben wir also angebaut. Was können wir noch? Ein Affe. Danke für die Katze mit dem Schmetterling, sagt Kalisto. Kein Problem, ein Affe. Was? Ein Pizza? Pizzalieferant. Geile Idee. Wie heißt deine Katze? Meine Katze heißt Bonbons. Ups. Wie ein Bonbon eben. Liebe, was kann man trinken, wenn man keinen Salbei-Tee mag? Kamilletee? Ein Fuchs bitte, ein Roboter. Also jetzt müssen wir einen Roboter malen. Einen Roboter haben wir nämlich noch gar nicht. So, jetzt ein Roboter. Ich will diese Katzenroboter malen. Kennt ihr die? Warte, ich muss mal kurz einen suchen. Die habe ich auf TikTok oder so gesehen. Und zwar ist das so Waitress Roboter. Bilder. Den meine ich. Sowas. Aber der, wo aussieht wie eine Katze. Der. Da, perfekt. Nee, diesen nicht cool. Ich will den. So einen, habe ich mir überlegt. Oder? Das muss ich mir jetzt mal überlegen. Okay, eingeprägt. Jetzt versuche ich das zu malen. Und der könnte ja... Hier haben wir schon Wally oder zumindest so einen Verschnitt davon. Und hier habe ich schon mal den Katzenroboter angefangen, aber der sah natürlich überhaupt nicht cool aus. Hä? Ach so. Ich male den aber trotzdem ein bisschen anders, dass wir so ein bisschen... Mein Vater war neulich in einem Hotel in Asien und dort ist auch der Roboter um die Dinge gesaust. Und hat den Leuten den Zimmerservice gebracht. Also Zimmerservice-Essen. So, okay, ich glaube, so male ich den. Aber warte mal, bevor wir das machen, mache ich jetzt mal unser Raumschiff von innen schnell fertig, weil wir haben da irgendwie riesen Durcheinander hier. So, jetzt haben wir hier erstmal alle Böden. Und dann wollte ich doch hier so eine coole Rutsche hinmachen, wo wie bei Google, wo da Leute runterrutschen können. Ich glaube, das habe ich jetzt ein bisschen vermasselt. So. Das hier wäre so die Rutsche. Und die muss ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen feilen. Aber da setzt man dann auch Leute rein. Und dann machen wir jetzt hier den Katzenrob.
Der Katzenroboter muss ein bisschen umziehen. Und der trägt vielleicht auch noch einen Teller. Das versuche ich noch irgendwie. Mach mal auf die Menschenebene, weil die sind ja fast wie Menschen. Nicht wirklich, aber ich male es trotzdem. So, also hier haben wir Katzenroboter. Piep, piep. Ich male den extra so. Ja, geil. Guck mal, ich male den so. Dann sieht er auch aus, als ob der gerade voll schnell fährt. Ich bin so schlau. Manchmal übertreffe ich mich einfach selber mit meinen genialen Zeichenideen. Dabei habe ich gar keine Ahnung, wie man zeichnet. Ho, ho, ho. Okay. Und dann machen wir so süße Asia-Augen, so Manga-Augen, meine ich. Die malen immer die Sachen so süß in Asien. Okay, meiner sieht eher unheimlich aus statt süß, aber ich habe es versucht. Da machen wir halt einen Lachmund, vielleicht hilft dir das. Oh, der hat ja keine echten Schnurhaare, der hat ja nur aufgemalte Haare, so. Oh Gott, guck mal, wie unheimlich der aussieht. Lass mal versuchen, wenn ich dem nur so halbe Augen mal. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Also hier kommt unser, hey, guten Morgen, schreibt jemand, die Brummelwutz, ein großer Bär mit Honigtopf. Oh, geile Idee. Hanna folgt mir, vielen lieben Dank. Kannst du mal das ganze Bild zeigen? Einen kleinen Affe, der auf einem Hut vom Fensterputzer versucht, das Eis zu greifen. Oh, das ist eine coole Idee. So, Leute, ich versuche gerade ein bisschen nachzulesen, was hier passiert ist, während ich gemalt habe. Ein kleiner Affe, genau, das habe ich. Könntest du einmal das ganze Bild zeigen? Ja, mache ich gleich. Seit wann ist Anime in Asien? Ja, so bewandert bin ich da nicht. Wo genau stellst du das hoch? Das Bild dann zum Schluss. Also die gibt es zu kaufen bei Etsy. Und das Download ist auf bei mir. Coffee könnt ihr es runterladen. So, guck. Das ist jetzt das gesamte Bild. So mal die Übersicht, wie das ganze Ding hier aussieht. Und der Link ist dann in der Bio, wo ihr das gratis runterladen könnt. Auf welchem Programm zeichnest du? Procreate heißt es. Yusra sagt Hi, Hallihallo, die Seegurke ist am Start. Oh, auch ein geiler Name. Ein Pferd, ein Amor. Mit welchem Programm? Procreate. Und ganz viele Leute. Ein Fisch. Oh, geil, ein Weltraumfisch. Das wäre witzig, ein Weltraumfisch mit so einem Glaskugelkopf da. Okay, jetzt aber schnell zu unserem süßen Lieferroboter. Jetzt müssen wir noch irgendwie dem. Müssen wir dem jetzt noch was in die Hände geben oder nicht? Oder sollen wir einfach hier hinten die Gläser und so die Teller und so hinmachen? Checkt man dann, dass der da was bringt? Sollen wir hier so eine Gabel hinmachen? Ich würde hier gerne noch so Muster draufmalen, aber man muss ja checken, dass das ein Roboter sein soll, sonst kapiert es vielleicht niemand mehr. Und eigentlich sagt er ja hier auch was an dem Screen. Ja gut, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt mal so und radiere mal die Outline weg und dann gucke ich mir die Dinger nachher nochmal an und überlege, wie wir das wirklich so malen können, dass man das erkennt. Okay. Also, was haben wir hier noch für coole Sachen? Also, Seegurke hat eine Rose geschickt. Vielen Dank, lieben Dank. Ist die App kostenlos? Nur die kostet, glaube ich, einmal 14 Euro oder sowas. Könntest du mir noch mal kurz sagen, wo du das Stifteset her hast? Ich weiß nicht, wie es heißt. Also, es heißt, glaube ich, Procreate Mega Brush irgendwas Set. Aber wenn du auf meinem Brummelwutz, wenn du auf meinem Link, auf meinem Profil auf den Link klickst und dann ganz nach unten scrollst, dann kommst du zu den Pinseln. Hey, vielen lieben Dank für die Rose, die gerade kam. Ich habe es gesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Du könntest ja irgendwie Robotik auf den Körper schreiben. Ja, genau, ein Putzeimer auf dem Kopf. Ein Seepferdchen. Ich finde die Fische-Idee mega lustig. Okay, also pass auf. Hier schreiben wir jetzt mal schnell Roboter hin oder so. RoboCat schreibt, oh. RoboCat. Und hier kriegt die zwei Augen. Das ist ihr Logo, oder? Habe ich gerade erfunden. Also unglaublich. RoboCat. Und jetzt hat jemand das mit dem Affen vorgeschlagen. Okay, Leute, muss ich eine Skizze machen? Denn natürlich habe ich keine Ahnung, wie man einen Affen... Ich weiß nicht mal... Ich mache dem so einen süßen Birnenkörper. Und dann mache ich dem einen süßen... Gott, ich sehe schon, die werden wie meine Teddybären unheimlich.
Habt ihr schon meine Teddybär-Zeichnung gesehen? Ja, lieber nicht. Da könnt ihr nachts nicht mehr schlafen. Ich will immer süße Teddybären malen. Ja, und wie sehen die dann aus? Wie die unheimlichsten irgendwas-Dinger. Okay, Affe. Schaue ich nach in meinem kleinen Schummelbuch. Seite 28, 29. Hier, damit schummel ich als immer, wenn ich nicht weiß, wie man was malt. Geilstes Zeichenbuch auf der ganzen Welt. Wow, soll ich so einen Maus-Marki malen statt einen Affe? Schau mal, wie süß der ist. Ich weiß gar nicht, was ein Maus-Marki ist. Oder den? Pavian? Moment, ich zeige euch, hier gibt es noch mehr. Aber wie soll ich die jetzt von hinten malen? Ich glaube, ich male einen Maus-Marki. Wo ist das Bio-Zeug? Marci. Das Bio-Zeug. Also du gehst auf mein Profil, auf TikTok, auf meinen Kanal und dort ist ein Link, okay? RoboCat könnte ja als Tischabräumer dienen, wo die Teller und Gläser gestapelt sind. Ja, genau, das macht sie. Ich habe das Buch, sagt Hannah. Ja, das ist ein geiles Buch. Das finde ich 1A. Aber jetzt muss ich trotzdem... Ich erfinde jetzt einfach einen Affe. Wir sind ja im Weltraum, da sind ja alle anderen Sachen ein bisschen anders. So, jetzt haben wir erstmal so seinen Schwanz. Ich weiß zwar nicht, ob Affen so einen Schwanz haben, aber der hat jetzt halt so einen. Und dann machen wir dem hier so richtige Beine. Das ist der Körper. Dann hat er hier so einen runden Kopf. Und das ist schon nicht schlecht, wie der hier greift auf dem Bild, auf dem Vorschlag. Dann wäre der andere Arm so. Das wäre weg. Das wäre so. Könnte schon irgendwie passen. Ich versuche mal eine Outline zu machen. Vielleicht sieht es auch doof aus, da muss ich irgendwas anderes... Oh. Da muss ich es halt irgendwie anders malen. Aber jetzt versuchen wir es mal so. Das ist eine Mischung zwischen, wie hieß das Ding? Maus-Marki und einem Affe. Hat es überhaupt Ohren? Oh ja, das hat solche Ohren. Okay, und jetzt... Ah, jetzt habe ich die andere Arme hier zugemacht. Oder ist das überhaupt offen? Ich mache mal so. Guck so. Und dann... versucht er das... Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Aber der Maus-Marki, der braucht jetzt natürlich noch irgendwie Haare. Okay, neue Idee. Ganz kurze Idee. Und zwar könnte ich dem ja einfach nur Fell malen. Also jetzt ist das halt irgendein Tier. Ich weiß nicht unbedingt, ob man erkennt, dass ein Affe sein soll. Aber das liegt halt daran, dass ich das nicht so gut kann. Und wir irgendwie jetzt mit einem Maus-Marki geendet haben. Aber dafür ist es süß. Ich mag Maus-Markis. Ah, cool. Guck mal, so sieht es doch ganz cool aus, oder? Sollen wir den so lassen, den Affen/Maus-Marki? Jetzt müssen wir nur den Mann seinen Hut wegradieren. Cool, oder? Guck mal hier, unser süßer Maus-Marki. Ich hoffe, der gefällt euch. So, was steht hier noch? Ein Seepferd. Jetzt müssen wir noch den Fisch malen mit dem Kopf. Mit dem Ding. Das fand ich eine gute Idee. Ich vergesse immer, die Ebenen zu machen. Ich weiß, ey, mit den Ebenen, Brummelwutz, das ist ein Stress, habe ich da. Was war das für ein Buch? Das Buch ist dieses hier. Ich kann 1000 Dinge zeichnen. Kostet irgendwie 10 Euro. Gibt's überall. Bestes Zeichenbuch auf der ganzen Welt. Finde ich. Ich finde, man braucht keine. Ich habe ein paar andere gekauft. Ich finde die nicht cool. Die sind alle zu kompliziert. Im Prinzip braucht man nur ganz einfache Linien. Und dann kompliziert malen kann man es ja dann selber. So, und jetzt müssen wir den Fisch machen. Und den Fisch machen wir, dass der Fisch fliegt auch durchs Weltall, okay? Ich habe eine andere Idee jetzt gerade. Statt ein Fisch, weil letztens habe ich ja das Wasser-Unter-Wasser-Ausmalbild gemacht mit euch. Da hatten wir viele Aale und Muränen. Und die haben mir gut gefallen. Die müssen so gucken, weil die sind irgendwie... Nee. Ich will, dass er aggressiv guckt, so. Jetzt sieht es aus wie eine Schlange.
Gut, erinnert, wer dabei war, der erinnert sich vielleicht an den Fetzenfisch, den ich gemalt habe. Oh nein. So, das soll jetzt bedeuten, dass er ein Unterwassertier ist. Und jetzt müssen wir ihm noch einen Helm aufsetzen. Vielleicht guckt er deshalb so grimmig. Da haben wir den Aalfisch mit Helm. Und jetzt machen wir noch einen Fisch mit Helm, einen echten Fisch, okay? Ich kann nämlich mittlerweile richtig gut Fische malen, sagt sie, während sie einen ganz hässlichen Fisch malt. Aber übrigens, das Unterwasserbild gibt es schon gedruckt, liegt hier auf meinem Tisch. 200 Stück habe ich gedruckt. Wer eins kaufen will, findet ihr den Link in meinem Profil, also in der Bio. Und da würde ich mich voll drüber freuen. Und wenn ihr es kauft, schicke ich euch hier ein Paket los von England mit diesem wunderschönen Bild und noch einer schönen handgeschriebenen Postkarte von mir, weil ihr ja mein lustiges kleines Business unterstützt. So, hier haben wir jetzt den Fisch. Oh nein, ich habe auf die falsche Ebene gemacht. Eigentlich könnte der Fisch auch in einer kompletten Kugel schwimmen. Kennt ihr wie die Hamster, die in so einer Kugel rumrennen? Aber jetzt machen wir dem aber einen Helm. Also, so, der Helm muss reichen. Tada, das ist doch cool, oder? Jetzt machen wir dem noch so Striche drauf, weil das ist ja ein Helm. Nee, das hilft überhaupt nicht, das macht gar nichts besser. Also jetzt hat er hier aber einen Fisch mit einem Helm an, der auch durchs All schwebt. Was haben wir noch für eine lustige Idee hier? Ein Pferd. Ein Pferd haben wir, glaube ich, schon mit dem Ritter. Wieso hat das eigentlich keinen Helm? Das braucht auch noch einen Helm. Pferde, ich muss unbedingt mal einen Tiermalkurs machen. Pferde kann ich auch so gar nicht zeichnen, wie eigentlich alle Tiere. Aber Pferde sind besonders schwer. Jetzt male ich das gerade mal heute fertig. Das hat so eine richtig lustige Haarmähne. Oh, nee, das lasse ich so, das sieht lustig aus. Da müssen wir hier ein bisschen radieren. Und was ist das für ein Strich? Ah, das Raumschiff. So, also hätten wir jetzt das Pferd. Und weil das Pferd zu einem Ritter gehört, hat er auch so ein lustiges Outfit an. Zu unserem Weltraumritter. Das lasse ich mal so, weil eventuell muss ich doch mal was wegradieren. Und jetzt ziehen wir dem aber auch noch einen Helm an, oder? Hey, ich habe eine andere witzige Idee. Beim Fisch. Beim Fischen füllen wir Wasser in Helm, okay? Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. So. Das ist richtig cool. Und dem machen wir auch noch Wasser in Helm. So, jetzt sieht es richtig witzig aus. Okay, Pferd mit Helm, dann. Hier ist das Bananenboot, das müssen wir auch noch mal, eine Ritter auch noch machen. So, jetzt gucke ich mal schnell. Jetzt machen wir noch den Typ hier mit dem Fallschirm, oder? Den hat sich auch mal noch jemand gewünscht. Da muss ich jetzt mal die Outlines machen. Ich muss echt ein bisschen hier eben Outlines in Ordnung bringen. Und weil es gerade so viele Leute anwesend seid, wenn ihr meine Arbeit mögt und mich unterstützen wollt, auf Amazon findet ihr meine Bücher. Ich habe viele Mitmachmalbücher und Kinderbücher gemacht. Oder auf Etsy findet ihr auch diese Ausmalbilder zum entweder zum Download und selber ausdrucken oder als gedruckte Version. So, jetzt haben wir hier mal den. Aber der braucht noch ein. Okay, müssen wir den Kopf auf die Ebene machen. Panik! Der hat nämlich Angst. Logischerweise, weil der fliegt, der stürzt ja gerade ab. Und der droht hier in dieses Bananenboot sich da zu verfangen.
in das Bananen-Speedboot, mit dem die da durchs All fahren. Oh. Nee, der hat den Daumen auf der falschen Seite, habe ich gerade gemerkt. So. Manchmal muss ich überprüfen, wie rum man die Hände dann auch wirklich malt. Ah! So, das noch hier hin. So, also, 31 neue Nachrichten. Oh mein Gott, wie hast du dein Handy aufgestellt? Was, Bär mit Honigtopf? Danke, danke, danke. Hey Leute, ich versuche also viel wie möglich zu malen, okay, aber ich schaffe nicht alles. Bitte eine Katze, die den Fisch versucht zu fangen. Bitte, bitte, bitte. Mach den Fisch ein Hotel Transsilvanien. Das ist eine coole Idee, Transsilvanien. Wie ist's mit dem Puzzle? Ja, ich habe immer noch nicht das Bild fertig gemalt. Ich muss erst das Ding fertig kolorieren. Dann werde ich mich bei dir melden mit dem Puzzle. Aber das wird noch bestimmt 3 Wochen dauern. Elefant? So, was haben wir hier noch? Bist du Sternzeichen Krebs? Nee, ich bin Sternzeichen Skorpion. Pferde? Ich kann Pferde gut zeichnen. Oh, das ist sehr gut. Da bräuchte ich mal ein bisschen eine Zeichenstunde. Du musst das iPad laden. Ach so, ja, stimmt. Ja, das geht nicht, weil ich habe den Stecker an meinem Handy. Aber ist kein Problem. Ich habe heute eh nicht so lange Zeit für ein Live. Ich muss nämlich in die Stadt düsen, einen Gutschein kaufen und auf dem Weg einen Kaffee trinken vielleicht. Habe ich mir jedenfalls geplant. Deshalb mache ich heute ein bisschen kürzeres Live, aber ich bin übermorgen wieder am Start. So, jetzt haben wir hier den Heini, der abstürzt. Jetzt machen wir dem aber trotzdem noch eine Schnur von hier in die Hand, oder? Nee, das sieht komisch aus. Die könnte ja abgerissen sein und deswegen hängt die so komisch. Oder ist das die Lenkschnur? Oh. Es gibt doch so Schnüre, mit denen man lenkt. So, die müssen wir dem schön in die Hand setzen. Ah, da ist sie schon in der Hand. Wunderbar. Dann müssen wir ihm aber hier jetzt die mal aus dem Gesicht radieren. Und dann braucht er noch eine coole Frisur oder einen Helm. Der kriegt einen Helm. Genau, bei mir haben die Männchen immer Frisuren und so, aber der könnte ja auch einfach mal... einen hässlichen Helm anhaben. Der sieht ja hässlich aus. Igitt. Okay, ich mache den mal so und dann machen wir das hier weg. Wieso geht es nicht weg? Oh, bitte, das ist jetzt nicht auf der gleichen Ebene. Bitte, nein. Ich habe es auf die gleiche Ebene gemalt. Ja, vielleicht soll ich nächstes Jahr mal ein Procreate-Tutorial machen. Manchmal vergisst man es einfach. Okay, und jetzt braucht er auf dem Helm, jetzt neue Ebene, hier, Ebene 8 ist super, so eine Brille. Oh nein. So. Und jetzt müssen wir wieder den Helm begradieren. Damit es gut passt. So, oder? Lalalala. So, und jetzt müssen wir nur noch die Schnüre... Stimmt es jetzt, mein Männchen? Ja, oder? Oh, hier ist noch eine Schnur. Und sein Ohr muss irgendwie auch weg. Jetzt hängt das Ohr garantiert auf der gleichen Ebene. Ja gut, konnte man gut retten. Okay, und jetzt machen wir dem aber noch die Brille, machen wir so. Und dann machen wir dem einen lustigen Bart. Auf dem Bild geht richtig viel schief. Alle stürzen irgendwie ab oder keine Ahnung was. So. Striche. Striche. So. So sieht das hier. Sieht ziemlich cool aus. Welche App steht hier gerade? Das ist Procreate. So, hier kamen gar keine neuen Kommentare. Das ist ja wunderbar. Sonst vergesse ich immer alles. Wie machst du das? Wie mache ich was? Mit welchem Pinsel malst du? Schnelli. Nelly Ufro, oh, sehr gute Idee. Die Pinsel sind George Brush Mega Set oder so habe ich gekauft. Link ist in meinem Profil. In meinem Profil ist ein Link. Wenn du dort draufklickst, ganz, ganz unten, habe ich die Pinsel verlinkt. Weil das immer wieder Leute fragen.
habe ich die mal da reingemacht, weil sonst muss ich das immer erklären. Und dann bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie die heißen. Aber der Link führt dich zu dem exakt den Pinseln, die ich habe. So, guck mal, der sieht richtig cool aus jetzt, oder? Finde ich voll gut. Hey, wisst ihr, was der noch braucht? Ich bin auf der falschen Ebene, ich weiß. Aber der braucht so ein bisschen Angstschweiß im Gesicht, weil er eben gerade abstürzt. Oder auf unser Bananenboot. Das male ich jetzt gerade mal. Auf unser fliegendes Bananenboot, das hier im All durch die Gegend fährt. Oh, so fett wollte ich eigentlich nicht radieren. Ich wollte eigentlich eher so irgendwie. Und hier hängen die Schnüre fest. Ja, auch im All, da benutzen die nur normale Schnüre. Brauchen die keine extra Allsachen? Egal, egal. No risk, no fun ist das Motto bei unserem Bananenboot. So, das ist das Bananending. Und dann machen wir hier schöne Griffe hin, oder? Wo die sich dann nachher festhalten. Und hier ist noch ein Griff, wo der Hund hockt. Der hält sich aber nicht fest, der fährt einfach so mit. Oh, da habe ich einen kleinen Fehler. Kleiner Fehler. So, okay, so sieht das doch cool aus, oder? Woher kommst du? Ich komme aus Freiburg im Breisgau, aus Deutschland. Ist das ein Apple iPad? Yes, das ist ein Apple iPad. Hast du alles selber gemalt? Ja, ich habe alles selber gemalt. Und ihr schlagt immer die Ideen vor. UFO hat Emilia vorgeschlagen. Ihr schlagt immer die Ideen vor und ich male dann hier drauf. Und zum Schluss mache ich ein riesen Wimmelbild. Und dann drucke ich die und dann könnt ihr die in meinem Online-Shop kaufen und dann freue ich mich. Aber bis jetzt hat noch nie einer eins gekauft. Aber vielleicht passiert es ja. Vielleicht habe ich ja Glück. Und wer will, kann übrigens das Weihnachtswimmelbild runterladen. Link ist in der Bio. Ist mein Weihnachtsgeschenk für euch. Merry Christmas and a Happy New Year. Und das könnt ihr einfach runterladen. So. Torte, Torte, Torte. Ich mal kurz schnell die Tortendeko. Das hat sich neulich jemand gewünscht. Eine Torte, die durchs All schwebt. Mit schön Wachs, das schon runtertropft. Feuer im All ist auch kein Problem bei uns. Kann man machen. Und hier schwebt sowieso alles. Das Schild schwebt auch, wo den Weg anzeigt und so weiter und so weiter. Alles schwebt ja mit einem riesigen Käse, der durch die Gegend fliegt. Ein UFO haben wir hier auch schon. Ah, und dann müssen wir... Oh, jetzt sehe ich gerade was. Oh. So. Cool, oder? Und hier haben wir dann die Space-Pilze, hier haben wir die Rakete, die dann unsere Bananenboot zieht, den Ritter mit dem Pferd. Und dann müssen wir noch das Innen von diesem Raumschiff malen, nicht Traumschiff. Und hier hätten wir auch noch einen Planeten, wo einer schaukelt. Das ist, glaube ich, der Mond. Hat sich jemand gewünscht. Aber das mit dem Schaukeln habe ich noch nicht so ganz hingekriegt. Hier ist ein Bus und hier kommt noch die ISS hin. Und hier staubsaugt jemand. Und hier, richtig lustige Idee, fliegt jemand auf einer Toilette durchs All? Fand ich einen lustigen Vorschlag, deswegen habe ich es gemalt. Da ist die Skizze so, dass da auch jemand auf der Toilette sitzt und Zeitung liest, aber den haben wir halt noch nicht. Aber jetzt haben wir schon mal die Toilette, das ist sehr gut. Hier ist auch noch ein Spaceship im Hintergrund, das muss ich vielleicht nochmal umbauen, das kann man nicht so gut erkennen. Und hier haben wir noch einen Alien, den könnte ich jetzt mal noch fertig malen. Nee, der lacht. Der kommt ja gerade von der Erde. Da freut er sich. Und ein Lockenhaar hat er. Oh, das lustige Alien. Okay, also Alien hätten wir auch. Dann verzieren wir noch ein bisschen hier die Rakete. Was fehlt dem armen Mann? Die Hand. Kann ich gerade bei Gelegenheit hier noch reparieren, oder? Hier haben wir schön viele Schrauben. So. Also, richtig coole Ideen auf dem Bild.
Möchtest du ein Schild machen, das abgefallen ist, wo Mond draufsteht? Ich glaube, Mond hat man, ah, nee, haben wir gar nicht, wir haben ja Himmel. Mond, wir können ja einfach noch ein Schild machen. Viele Wegweiser, damit sich hier niemand verfährt im All. Aus Holz natürlich, ganz klar. Oh, und hier kommt die coole Milchstraße dann auch hin. Mond, 3 Kilometer noch. Dann ist man beim Mond. Coole Idee. So, ich glaube, das sieht schon richtig gut aus jetzt, oder? Jetzt malen wir noch die Bananenschale, die hat sich auch jemand gewünscht. Die ist eigentlich auf fast jedem Bild. Eine Bananenschale schlägt fast jeder einmal vor. Auf egal welchem Bild. Die darf natürlich auch im All nicht fehlen. So, Bananenschale. So, liebe Leute, also für heute haben wir richtig viel cool Zeugs gemalt. Was ist das für ein Wimmelbild? Taja, ich male ein riesiges Wimmelbild mit euren Ideen, jetzt gerade im All. Ich habe aber auch viele andere Wimmelbilder gemalt mit euch. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dieses Weihnachtswimmelbild habe ich gemeinsam mit euch gemalt. Gibt es als Gratis-Download, Link ist in meiner Bio. Könnt ihr ausdrucken und anmalen, wenn ihr wollt, oder auch digital anmalen. All meine anderen Sachen könnt ihr kaufen, wisst ihr ja mittlerweile wo und wie und was. Und das ist jetzt das Weihnachtsbild, ich meine, Entschuldigung, das Weltraumbild. Und da arbeite ich gerade dran mit euren Ideen. Die App heißt, ich mag Schokolade, die App heißt Procreate. Miss Mischmasch, toll gemacht, juhu, Miss Mischmasch ist am Start. Genau, also Leute, jetzt gehe ich raus, denn die Sonne scheint und ich muss noch schnell meinen Gutschein kaufen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder zum Live, am Freitag zum Live, am Samstag und am Sonntag zum Live. Gleiche Uhrzeit, Deutschland, deutsche Uhrzeit, 10 Uhr bis 11 Uhr. Ich freue mich mega, danke, dass ihr alle dabei wart und wir sehen uns. Danke, dass ich live war, sagt die Shelly. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Wo kriegt man die Bilder her von dir, Lukas, da? Wenn du auf mein Profil klickst, auf TikTok, oben ist ein Link. Und dort sind all meine Sachen drin. Meine Bücher und meine Bilder und überhaupt alles. Genau, und sonst schreibt ihr mir einfach eine Nachricht. Okay, cool. Also vielen lieben Dank und ich freue mich auf morgen. Nein, morgen bin ich ja gar nicht live. Ich meine auf übermorgen. Okay, wir sehen uns. Das sieht echt schön aus. Dankeschön. Miss Mischmasch hat ein Teamherz geschickt. Vielen lieben Dank. Wo bekomme ich das Wimmelbild? Tim, Link ist in meinem Profil, okay? TikTok-Profil. Und dort einfach auf den Link klicken. Da findest du all meine Sachen. Und Depri Psycho Girl hat das Nummer 2 schenkende Abzeichen erhalten. Dankeschön für die Rose, die ich bekommen habe. Vielen lieben Dank und ich freue mich bis an Donnerstagmorgen. Da sehen wir uns wieder im nächsten Live. Dankeschön, hab schöne Feiertage. Ja, ihr auch schöne Feiertage. Und dann bin ich bald wieder da. Bis bald. Ciao, ciao.